Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner Managerkarriere mit Bayer 04 Leverkusen. Aktuell belegen wir den zweiten Platz in der Bundesliga-Tabelle und sind nah dran an den FC Bayern München. Hinter uns ist aber auch Borussia Dortmund sehr nah dran. Vorher, bevor wir jetzt aber diese Konkurrenz ausschalten müssen, müssen wir gegen RB Leipzig ran. Diesen aktuell Vierter und beginnen mit einer 4-2-2-2-Formation und wir beginnen nach dem Spiel von Juventus Turin nicht mit unserer Top 11 aufgrund von Ausdauer. Wenn ihr auf jeden Fall die Partie verpasst habt, beziehungsweise die letzte Folge, schaut sie auf jeden Fall euch nochmal gerne an. Genau, und damit starten wir auch rein. Jonas Hofmann ersetzt Leroy Sané und dadurch gehen wir jetzt rein in dieses Topspiel. Zweiter gegen Vierter und natürlich wollen wir hier 3 Punkte mitnehmen in dieser Partie, denn ja, es ist eine wichtige Partie, wichtige Punkte und die müssen wir schon fast mitnehmen. Frimpong alleine vorne, immer noch Jeremy. Frimpong, Frimpong ist durch. Jeremy, Frimpong mit dem Heber. Jeremy, Frimpong mit dem Tor in der 27. Spielminute und das ist doch äußerst gut, denn jetzt führen wir mit 1-0 in dieser Partie. Wirtz jetzt am Ball, Wirtz rennt jetzt auch vorbei. Florian Wirtz trifft direkt nach dem Tor von Jeremy Frimpong und damit können wir unsere Führung ausbauen, dank Florian Wirtz, der hier einfach mal durch die Mitte komplett durchsprintet, abzieht und auch zusätzlich noch trifft. Die erste Hälfte in dieser Partie ist vorbei und damit führen wir aktuell sehr verdient meiner Meinung nach mit 2-0 gegen die Dosen. Jetzt auf Sesko. Sesko legt auf für Mathys Tel. Und der verwandelt ihn direkt nach dem Anpfiff zur zweiten Hälfte. Und damit machen wir hier Tor Nummer 3. Frimpong auf den Flügel. Frimpong rennt durch. Frimpong sieht Wirtz. Wirtz zieht ab. Wirtz trifft. Und macht hier seinen Doppelpack in dieser Partie absolut verdient. Frimpong vorbei am Gegenspieler. Immer noch Jeremy Frimpong legt auf für Florian Wirtz und der macht jetzt hier seinen Dreierpack in dieser Partie und das gegen RB Leipzig. Jonas Hofmann spielt auf Sesko auf Mathys Tel und ich weiß ja jetzt nicht, was bei Leipzig los ist, aber ich find's gut, wir machen Tor Nummer 6 mit der Werkself. Leipzig wieder im Angriff vor Bayern, Hincapié, der setzt aber nochmal nach, sehr stark von Hincapié, der verliert aber auch den Ball. Und dann kassieren wir auch leider das Tor. Und damit machen sie auch das allererste Tor gegen uns in dieser Partie. Alistair jetzt auf den Flügel. Alistair rennt durch. Immer noch Alistair. Alistair passt rüber. Die Situation ist aber geklärt. Jetzt wird abgepfiffen. Granit Xhaka, unser Kapitän, liegt auf dem Boden. Das gefällt mir gar nicht. Das müsste eigentlich heißen, dass er langfristig verletzt bleibt. Ich hoffe, es ist aber nicht so der Fall. Vorerst muss er auf jeden Fall vom Platz. Zwar kommt Florentino rein, aber bisher bin ich nicht glücklich, dass er verletzt ist. Nach der Auswechslung von Granit Xhaka wird auch abgepfiffen und dadurch ist diese Partie vorbei und dadurch gewinnen wir meiner Meinung nach sehr entspannt. Ja, paar Verrenkungen von Florian Wirtz zwischendurch mit 6-1, was auf jeden Fall sehr, sehr stark ist. Wie gesagt, ich bin sehr happy darüber und damit können wir uns sichere 3 Punkte ergattern. Wie ich schon leider es vermutet habe, Granit Xhaka ist für 2 Monate verletzt und das ja ist leider so gut. Es geht wahrscheinlich bis zu Ende dieser Saison. Das heißt, ja, wir werden ihn diese Saison zumindest nicht mehr sehen, unseren Kapitän auf dem Feld. Nach der Partie blicken wir auf die Tabellensituation. Der FC Bayern München ist immer noch auf Platz 1 mit 62 Punkten, mit 4 Punkten Abstand kommen dann wir, dann folgt Borussia Dortmund mit einem 3 Punkte Abstand, danach folgt RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim, Stuttgart, Union Berlin, Werder Bremen, Mainz 05, Schalke 04, Augsburg, Köln, Bochum, der Hamburger SV und auf dem letzten Platz ist Fortuna Düsseldorf mit 14 Punkten. Die nächste Partie bestreiten wir wieder in der Bundesliga und zwar gegen Stuttgart. Die beginnen mit einer 4-2-3-1-Formation und wir müssen gezwungenermaßen mit unserer B11 spielen, denn nach dieser Partie spielen wir gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal und da möchte ich natürlich alle Top-Spieler haben. So, mit dieser Elf werden wir rein starten. Ich bin sehr zufrieden. Die sollte hoffentlich Stuttgart schlagen. Zumindest glaube ich an diese Mannschaft. Und deswegen gehen wir jetzt auch rein in diese Partie. Wollen natürlich wieder gewinnen. Wollen dranbleiben an Bayern München, die bisher mit 4 Punkten weg sind. Aber egal, wir wollen hier auf jeden Fall unser Ding durchziehen. Weitere Siege einfahren. Und damit geht es jetzt rein in diese Partie. Rimaldo schickt jetzt hier Adli, der war stark, der Pass. Adli ist jetzt durch, Adli passt zurück auf Yusuf Paulsen. Paulsen verfehlt nicht,
trifft in der 5. Spielminute und damit zeigen wir direkt Dominanz und führen jetzt mit 1:0. Alejandro Grimaldo jetzt auf dem Flügel, sieht Yusuf Paulsen. Paulsen liegt auf Bekubo und Kubo zieht ab, Jung fälscht ab. Deswegen gehört der Treffer jetzt Jung einfach mal. Und damit steht es aber in der 14. Spielminute 2:0. Hier nochmal das komische Tor. Paulsen nimmt an, Kubo zieht wirklich ab und dann fälscht ihn einfach nur Jung ab. Und damit überrascht er den Torwart, aber auch mich gleichzeitig. Denn dadurch macht er hier jetzt das Tor. Die Stuttgarter jetzt im Angriff. Klostermann geht aus seiner Reihe raus. Baku lässt den Spieler vorerst zumindest Platz und foult ihn jetzt. Oh, das ist keine gute Lösung gewesen. Hier nochmal das Foulspiel in der Wiederholung, was natürlich nicht gut war. Hier eindeutig den Gegner getroffen. Und dadurch gibt es jetzt 11 Meter. Kova muss den halten, um diese Partie im 2:0 zu beenden und hält auch diesen Ball. Ich habe meinen zweiten Elfmeter in EAFC 24 gehalten. Sehr starke Leistung von Kova und damit bleibt es erstmal zumindest beim 2:0. 45 Minuten sind um, damit ist Halbzeit und damit führen wir auch ganz entspannt bisher zumindest mit 2:0. Adli auf den Flügel, Adli rennt durch, immer noch Adli, keiner kommt so richtig hinterher, Adli mit dem Treffer in der 54. Spielminute und damit führen wir jetzt mit 3:0 und damit sollte zumindest der Sieg ganz sicher sein. Thüram am Ball, immer noch Markus Thüram, der spielt jetzt hier auf den laufenden Grimaldo, der flankt rein auf Jonas Hofmann, Hofmann köpft ihn rein in der 85. Spielminute, macht damit das 4. Tor für uns. Diese Partie ist vorbei und damit gewinnen wir am Ende doch sehr souverän mit 4:0 gegen den VfB Stuttgart. Die nächste Partie habe ich ja schon angekündigt und zwar spielen wir die im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München, die immer noch unser Angstgegner ist. Die beginnen mit einer 4-2-3-1 Formation und wir beginnen natürlich mit unserer Top 11, aber Xhaka muss natürlich noch raus. Für ihn wird Sabitzer spielen. Oder auch nicht, sondern Florentino. Uedraogo darf dafür mit. Genau. Schneider nehmen wir noch mit. Und damit gehen wir auch in die Partie. Wollen natürlich gewinnen. Ja, diesmal ist kein Unentschieden mehr möglich. Ja, wie gesagt, Bayern München ist bisher unser Angstgegner. Ich glaube, wir haben noch nicht einmal gewonnen. Oder vielleicht einmal auf 5-6 Spielen. Aber egal. Diesmal müssen wir gewinnen, wenn wir ins Finale des DFB-Pokals kommen wollen. Sesko mit der Balleroberung, sehr weit vorne sogar. Benjamin Sesko auf Florian Wirtz. Wirtz läuft jetzt hier durch. Immer noch Florian Wirtz. Florian Wirtz. Wer, ja, macht das Tor einfach. Was soll ich sagen? Macht das Tor in der 14. Spielminute. Kurzes Blackout gehabt, aber ja, damit machen wir jetzt das Tor. Florentino am Ball, Florentino sucht Benjamin Sesko, der Ball kommt durch, Sesko jetzt auf den Flügel, trickst hier jetzt rum, passt zurück auf Davis, Davis auf Sesko, der spielt auf Tail, Tail zurück auf Davis, Davis sprintet weiter, legt auf für Florian Wirtz, Wirtz zieht ab, macht einen Doppelpack, diesmal habe ich kein Blackout nach dem Tor und damit bauen wir unsere Führung aus. Oh, der Spieler läuft hier jetzt an zwei Abwehrspielern vorbei, legt jetzt auf. Und jetzt sind die Bayern auch wieder dran. Damit haben sie jetzt auch den Anschlusstreffer erzielt mit diesem Tor. Wir gehen rein in Hälfte 2 mit einem Spielergebnis von 2:1 für die Werkself. Die Bayern jetzt vor unserer Strafraumgrenze. Harry Kane will sich hier durchschommeln, schafft es aber nicht gegen Hincapié. Jetzt vielleicht Harry Kane, der hier nochmal zum Schuss kommt. Aber Hincapié kommt dazwischen. Eckball für die Bayern, den führen sie kurz aus. Alistair ist zwar da, aber der Spieler geht vor Bayern weg. Alistair auch vorbei an Leroy Sané. Da kommt der Schuss und leider wieder mal der Ausgleichstreffer gegen die Bayern. Die Bayern wieder im Angriff, jetzt auch im Strafraum. Hincapié rückt jetzt raus. Hincapié, da ist die Lücke und das Tor. Ich weiß nicht, was hier in Hälfte 2 falsch läuft, aber die Bayern drehen einfach mal die Partie. Erobert den Ball, sehr stark gemacht. Alphonso Davies jetzt auf den Flügel. Immer noch Alphonso Davies, der sieht jetzt hier Matthijs Tell. Tell sieht jetzt hier Thüram lossprinten. Markus Thüram ist jetzt durch hinter der Abwehrkette. Markus Thüram scheitert an Manuel Neuer. Ich weiß nicht warum, aber wir schaffen es einfach nicht gegen den FC Bayern München zu gewinnen. Wir verlieren diese Partie mit 3:2, obwohl wir bis zur Halbzeit mit 2:0 geführt haben. Also hier wieder absolut katastrophal. Ja, und damit sind wir leider auch nicht im Finale und haben diese Saison unser Ziel zumindest nicht erreicht.
Die letzte Partie der heutigen Folge steht an und zwar gegen den Fortletzten, vor, gegen den Vorletzten, nicht Fort, und zwar den Hamburger SV, die mit einer 4-3-3-Formation beginnen und wir, ja, wahrscheinlich nicht mit unserer Top 11 aufgrund des Bayern-Spiels, so ist es auch, deswegen ändere ich schnell die Startaufstellung. Wir beginnen nämlich mit unserer B11. Bis auf Unai Simon und Simon Kahn wurde jede Position und Benjamin Sesko wurde nämlich jede Position geändert und damit gehen wir jetzt auch rein gegen den Fortletzten. Ich habe schon wieder Fortletzten. Vorletzten natürlich. Ja, genau. Hoffentlich gewinnen wir wenigstens hier, damit wir zum Ende nochmal eine gute Nachricht haben. Sabitza sieht Adli, der Ball kommt sogar durch. Adli zieht ab aufs lange Eck, flach, trifft in der 31. Spielminute. Und damit machen wir endlich das erste Tor in dieser Partie. Wir gehen rein in Hälfte 2 mit einem knappen Spielergebnis in Höhe von 1:0 gegen Platz 17. Kubo spielt auf Benjamin Sesko. Sesko legt auf für Jung. Jung läuft durch, Jung zieht ab, Jung trifft. Und damit bauen wir in der 56. Spielminute diese Führung aus auf einen Spielstand von 2:0. Die Hamburger kommen und zwar über den Flügel. Malik Chau macht jetzt hier Druck mit zusammen mit Adli. Adli macht jetzt hier alleine erstmal Druck. Oh, die Hamburger sind durch. Malik Chau kommt. Malik Chau foult in der 60. Spielminute innerhalb des Strafraums. Aktuell versuche ich einige Elfmeter, aber jetzt kommt Glatzel und er trifft auch und somit macht er auch gleichzeitig hier nicht nur das erste Tor in dieser Partie, sondern den Anschlusstreffer. Eckball für die Hamburger. Die Hereingabe kommt rein, Marcel Sabitzer im Kopfballduell. Jetzt Schneider am Ball. Schneider läuft jetzt erstmal. Immer noch Schneider, der hier läuft, sieht vorne Jonas Hofmann am Ball. Jonas Hofmann per Hacke auf Schneider. Schneider spielt jetzt sehr schnell nach vorne auf Jung. Jung wartet kurz. Jung, ja, muss jetzt auch warten, sieht jetzt Kretzig, Franz Kretzig mit dem Heber, Franz Kretzig mit dem Tor, sehr schönes Tor und damit holen wir uns die 2 Tore Abstandsführung zurück. 90 Minuten in dieser Partie sind vorbei und damit gewinnen wir am Ende mit 3:1. Ja, sehr gute Leistung von mir, leider die schlechte Leistung mit den Elfmeter, denn das ist auch das einzigste Tor, was wir hier in dieser Partie kassieren, aber trotzdem sehr zufrieden und damit holen wir uns hier den Sieg. Die Tabelle schaut nach der Partie wie folgt auf. Der FC Bayern München hat 66 Punkte. 2 Punkte dahinter kommen auch schon wir mit 64 Punkten. Danach mit 6 Punkten Abstand kommt Borussia Dortmund. Dann folgt RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, Freiburg, Union Berlin, Mainz 05, Stuttgart, Werder Bremen, Schalke 04, Augsburg, Köln, Bochum, der Hamburger SV und auf dem letzten Platz mit 15 Punkten ist Düsseldorf. In der nächsten Folge haben wir sehr viele Champions League Partien, um genau genommen zu sein 2. Wir beginnen auch mit einer und zwar gegen Paris Saint-Germain im Hinspiel des Viertelfinals. Danach spielen wir gegen den ST Freiburg. Dann kommt wieder Paris Saint-Germain zu uns. Und die letzte Partie in der nächsten Folge bestreiten wir gegen Bochum. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns morgen bei einer weiteren Folge bzw. bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao!